Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unseres FC 08 Homburg. FC 08 Homburg 2, SSV Ulm 1. Bei mir steht Carsten Lutz, der heute eine ganz starke Partie abgeliefert hat. Carsten, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also auf jeden Fall erstmal Glückwunsch an die Jungs. Wir haben die letzten Wochen sehr unglücklich gespielt, wenn ich an Baunatal denke oder auch heute, wo wir wieder drei Pfostenschüsse haben. Aber ich denke, man hat heute gesehen, dass die Mannschaft lebt und dass wir unbedingt siegen wollen, alles, und haben wir uns heute belohnt. Wo war heute dieser Knackpunkt? Du hast heute bärenstark gespielt, hast, glaube ich, auch den Elfmeter rausgeholt, hast, glaube ich, auch noch einen Pfostentreffer. Wie kommt diese Leistung heute zustande? Ja, wenn man das wüsste, also wir wollten einfach alles abrufen, 100%. Und ja, dass es dann heute so gut geklappt hat mit dem glücklichen Ergebnis, umso schöner. Natürlich wollen wir uns über den Sieg freuen, aber der Blick geht schon nach vorne. Wir fahren jetzt am Dienstag nach Groß-Asbach. War dieser Sieg auch ungemein wichtig für das Selbstbewusstsein, das, denke ich, in den letzten Wochen etwas gelitten hat? Ja, auf jeden Fall. Wenn man die ersten vier Spiele keinen Sieg einfängt und wir Ambitionen nach oben haben, dann war das auf jeden Fall wichtig, dass wir heute einen Dreier geholt haben. Und ja, Groß-Asbach ist auch zu schlagen. Und jetzt kommen wir mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen als vor dem Spiel. Und dann, denke ich, können wir auch in Groß-Asbach was holen. Gut, Carsten, ich bedanke mich. Glückwunsch zu deiner Leistung. Wir sehen uns Groß-Asbach. Ja, bei mir nun ein strahlender Claudio Bellanave mit dem Siegtreffer zum 2:1. Claudio, beschreib einfach mal kurz deine Gefühle in dem Moment. Oh ja, das waren einfach nur Glücksgefühle über Glücksgefühle, weil nach so langer Zeit auch mal wieder ein Tor zu machen, natürlich das Wichtige, 2:1, ist einfach, ja, geil gewesen. Wir hatten heute so ein bisschen fast schon Parallelen zu Baunatal. Wir hatten einige Einschussmöglichkeiten, auch zwei Pfostentreffer. Was geht da im Spieler so vor während dem Spiel? Ja, man hapert schon ein bisschen mit sich oder mit dem Team, aber im Endeffekt haben wir einfach heute nicht aufgegeben und immer weiter versucht. Und irgendwann musste das Tor einfach fallen, es ging nicht anders heute. Das Wetter, es regnet hier im Waldstadion. Normalerweise wollen wir ja immer Fußball spielen, das war heute nicht so gut möglich. Wie habt ihr euch aufs Spiel heute vorbereitet? Wir haben ja schon länger nach dem Schlüssel zum Erfolg jetzt gesucht und wir wollten halt einfach nur rausgehen und Fußball spielen mit der gesamten Mannschaft. Das war die Vorgabe und wir haben das, ja, denke ich mal, gut umgesetzt und zum Glück gewonnen heute. Gehst du heute mit einem Strahlen ins Bett? Ja, auf jeden Fall. Nach langer Zeit mal wieder. Gut, Claudio, ich bedanke mich recht herzlich. Glückwunsch zu deinem Siegtreffer. Wir sehen uns in Groß-Asbach. Danke, Claudio. Ja, Torschütze Pascal Reinhardt bei mir. Pascal, du bist vorhin ausgewechselt worden. Wie hast du die letzten Minuten auf der Bank erlebt? Ja klar, man zittert damit nach dem Tor von Claudia Bellanave, ist da allen Stein vom Herzen gefallen, hat man auch gemerkt, nach solchen Chancen wieder am Pfosten drauf, ein bisschen unglücklich. Und dann zittert man natürlich nochmal mit, die Ulmer haben da nochmal ein paar Bälle vorgeschlagen, aber hinten unsere Abwehr und unserem Torwart nichts mehr angebrannt und dann haben wir das Spiel gewonnen. Wir sind mit 1:0 im Rückstand geraten, denkt man da sofort im Hinterkopf wieder an die vorangegangenen Spiele? Ja klar, ist nicht einfach, wenn man immer 1:0 in Rückstand gerät, aber wir als Mannschaft, wir wissen, was wir können, das sieht man auch immer auf dem Trainingsplatz und wir haben dann uns geglaubt, haben jetzt endlich auch mal wieder ein Spiel gedreht, war das letzte Mal seit Offenbach, war auch wichtig und so kann es jetzt weitergehen. Den Rückstand haben wir eigentlich noch ganz gut weggesteckt, wir hatten dann auch zahlreiche Möglichkeiten, ich habe vorhin schon Claudio gefragt, erinnert man sich dann auch an die vorangegangenen Spiele mit der Chancenverwertung? Ja, wenn man an Mannheim denkt, da hat man ja nicht so viele zum Beispiel. Klar, das war gegen Baunatal, aber jetzt ist hoffentlich der Knoten geplatzt. Und wie gesagt, dann knüpfen wir am Dienstag da an, wollen da in Sonnenhof natürlich auch punkten. Wir wissen, dass wir auch die schlagen können, auch wenn die vielleicht vor uns sind in der Tabelle, aber wir sind der FC Homburg und wollen jedes Spiel gewinnen. Du hast Sonnenhof Groß-Asbach schon angesprochen, wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Natürlich, man freut sich jetzt erstmal über den Sieg, Feierlichkeiten, denke ich, wird es jetzt nicht groß geben. Wie bereitet ihr euch auf das Spiel gegen Sonnenhof vor? Ja, natürlich viel Reha und Pflege. Wir haben jetzt viele englische Wochen, klar gucken wir von Spiel zu Spiel, aber man muss da auch ein bisschen weiter gucken. Am Dienstag das Spiel bereiten wir uns vor, unsere Trainer bereiten uns da gut vor durch die Videoanalyse und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Gut, Pascal, ich bedanke mich recht herzlich, Glückwunsch zum Treffer und Glückwunsch zu den 3 Punkten. Danke, Pascal. Ja, bei mir nun unser Trainer Christian Tietz. Die Floskel mit dem Stein, der vom Herzen fällt, die ist ja schon gefallen, der PK. Wie erleichtert bist du über die 3 Punkte heute? Ja klar, natürlich sehr erleichtert, dass wir uns so schwer tun, in die Rückrunde reinzukommen und erst am 5. Spieltag den ersten Dreier einfahren. Das haben wir ehrlich gesagt nicht geglaubt und haben wir uns auch nicht erträumt. Gott sei Dank ist es aber heute so gekommen, weil für die Mannschaft ganz wichtig. Wir hatten ja auch, wie wir das immer sagen, vorher schon keine nur schlechte Spiele. Es war auch jetzt in Mannheim ein schwieriges Spiel, aber trotzdem
die Mannschaft hat schon phasenweise auch guten Fußball gespielt, wie es im Leben so ist. Wenn du nichts Zählbares in Form von 3 Punkten holst, wird vieles negativ gesehen. Jetzt wird, glaube ich, aber auch ist bei uns so ein bisschen der Knoten geplatzt und es wird wieder besser. Vom Spielverlauf her, wir sind durch einen ganz kurioser Freistoß eigentlich, ich glaube, da die Hintermannschaft gepennt, in Rückstand geraten. Wie hast du diese Situation gesehen? Ja, der war ziemlich lange unterwegs und er fliegt auch in die 5-Meter-Box rein. Ich will da eigentlich keine Vorwürfe verteilen. Klar hätten wir vorher auch einen anderen erklären können, aber dann musste er rauskommen und das Ding wegknallen. Das ist leider nicht geschehen, denkbar ungünstig für uns. Aber heute hat die Mannschaft dann trotzdem noch den Hebel umgelegt und hat es umgedreht. Wir sind ja auch noch vor der Halbzeit zurückgekommen. Also ich fand heute Carsten Lutz bärenstark. Er hat einen Elfmeter rausgeholt, hatte davor auch noch den Pfostentreffer. Wie froh warst du da über diesen Ausgleich? Ja klar, der war ganz wichtig gewesen. Wir hatten es auch immer gesagt, wir wollten sogar gerne noch nachlegen. Weil nach dem Ausgleich war eine Phase, wo du gemerkt hast, Ulm wackelt schon. Und da hätten wir vielleicht noch nachlegen können. Hatten auch noch eine gute Einschussmöglichkeit. Aber hat nicht sollen sein. Aber dann zweite Halbzeit finde ich trotzdem mal Spiel und Gegner kontrolliert. Und dann verdientermaßen auch den Sack zugemacht. Wir hatten in der zweiten Halbzeit auch ein paar schöne Spielzüge, hatten aber auch zweimal Aluminium wieder gehabt, auch andere Einschussmöglichkeiten nicht reingemacht. Wie sehr erinnerst du dich dann in solchen Momenten an die vorangegangenen Spiele, wo einfach auch dieses Quäntchen Glück gefehlt hat? Ja klar, da denkst du schon, ui, geht das wirklich so weiter? Ich habe ja gesagt, es sind Kleinigkeiten oftmals im Fußball, die den Pendel umschlagen lassen. Aber heute war es so gewesen, ich glaube, das hat man auch von draußen gespürt. Ich habe immer so gedacht, oh, wir holen noch was raus, die Jungs wollen, die sind bissig. Die lassen sich auch heute nicht durch die vergebenen Torchancen zurückziehen. Und wie dann natürlich Claudio mit seinem Speed durchgeht und das Tor macht, da wusste ich, es ist der Bann gebrochen. Der Jubel nach Schlusspfiff fiel noch relativ verhalten aus der Mannschaft. Wie war jetzt die Stimmung in der Kabine? Ja, die Stimmung war richtig gut, wir hatten laute Musik gehabt, die Jungs waren gelassen. Aber du hast gemerkt, mit diesem Verhalten, es war ja nach dem Tor, war eine unglaubliche Explosion bei den Spielern, bei uns allen, klar. Du hast einfach gemerkt, dass dann nach Spielende der Stress mal von dir abgefallen ist, eine Müdigkeit eingetreten ist. Das ging den meisten so, weil einfach die Wochen auch an den Jungs nicht spurlos vorübergegangen sind. Du hast die Wochen davor angesprochen. Die Wochen davor sind auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen. Wie sehr hat dich diese Kritik dann getroffen? Oder ist das etwas, wo du sagst, das muss man als Trainer in dem Geschäft abhaben können? Ich will mal Jein sagen. Es gibt wenig Tage, wo es mich trifft. Es gibt mal einen Tag, wenn du morgens ausstehst, dann klingelt das Telefon, stürmt. Und dann fangen sie mit dir an und denken, oh, muss heute nicht sein. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, das ist leider Bestandteil des Geschäfts. Das gehört dazu, man muss lernen, damit umzugehen. Ich kann damit recht gut umgehen, aber ich finde es nicht schön. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu sehr auf die Vergangenheit schauen, sondern wir blicken nach vorne. Jetzt wartet Sonnenhof Groß-Asbach auf uns, sicherlich ein unangenehmer Gegner aus der Spitzengruppe. Was dürfen unsere Zuschauer da erwarten? Ja, also Sonnenhof Groß-Asbach ist mit einer der stärksten Mannschaften der Liga. Das haben die auch eindrucksvoll bewiesen. Aber wir fahren da logischerweise nicht hin, um die Punkte zu verschenken, sondern wir hoffen, dass wir da erstarkt hinfahren und möchten da punkten gehen und am liebsten mit 3 Punkten. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und werden das mit der Mannschaft auch schon die nächsten Tage analysieren. Es geht ja schon am Dienstag los. So ein bisschen Wermutstropfen ist, dass wir heute 2 gelb gesperrte Spieler mit dabei haben. Das heißt, wir werden leider schon wieder angewiesen sein, die Mannschaft umzubauen. Das kommt ja momentan etwas öfters vor. Aber mit einer breiten Brust, aber mit dem Wissen, es ist eine schwierige Aufgabe. Welche Rolle wird da das Selbstbewusstsein am Dienstag spielen? Ja, eine wichtige. Also da war der Sieg heute eminent wichtig. Sonnenhof Groß-Asbach ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die jetzt auch gewarnt sind für uns. Sie wissen, okay, die haben jetzt rechtzeitig in die Spur zurückgefunden. Es wird eine sehr interessante Partie von 2 spielstarken Mannschaften, wo beide Seiten ihre Qualitäten haben. Gut, Christian, ich bedanke mich recht herzlich. Unterstützt unsere Mannschaft, auch wenn es unter der Woche ist in Sonnenhof Groß-Asbach. Gerade heute nach dem Sieg, denke ich, haben es die Jungs auch verdient. Wir sehen uns am Dienstag spätestens. Vielen Dank.